Wahrscheinlich habt ihr mitbekommen, dass der Streamer Real Butzi einen Monat, nachdem er seinen Casino-Deal angenommen hat, direkt wieder von Twitch gebannt wurde. Der Grund dafür war, dass er angeblich Links zu einem Online-Casino auf seinem Profil geteilt hat, was er zwar abstreitet, aber Twitch hat gesagt, es juckt mich doch nicht. Und für einen kurzen Moment dachte man, die Twitch-Karriere von Real Butzi wäre damit beendet, bis Kick.com sie wiederbelebt hat. Bam! Knapp 3000 durchschnittliche Zuschauer, die bis zu 5800 draufgehen und das bei gerade mal 7000 Followern. Alter, ich habe 7000 Follower. Warum schaut mir keiner zu? Ja, jedenfalls hat Tanzverbot das auch gesehen und direkt mal gegen Butzi und gegen die ganze Casino-Bubble geshootet. Wie kann man denn denken, dass wenn man 50.000 Follower auf Twitch hat, dass man 50.000 Leute auf eine fremde Plattform mit rübernimmt? Das funktioniert nicht. Kick, eine Plattform, die keinen Benutzerfluss hat, da ist ein Butzi online mit 5000 Zuschauer, gleichzeitig ist dann Orange Morgan unterwegs mit 2.500 Zuschauern und ein Skos ist da online mit 1.900 Zuschauern. Das wollt ihr mir erzählen? Die pushen diese Zahlen künstlich hoch, damit es interessant wirkt für neue Leute dort zu streamen. Aber es ist nicht so. Ja, Orange Morange hat als logische Konsequenz darauf erstmal mehrere hundert Euro an Tanzverbot gespendet, dann behauptet, er würde Drogen nehmen und dann seine Adresse geleakt. Meiner Meinung nach, absolut verständliche Reaktion. Mich hätte es aber trotzdem interessiert, so was ist da eigentlich wirklich dran an den Vorwürfen und warum wechseln gerade alle Casino-Streamer auf Kick.com? Wir versuchen es heute herauszufinden. Hier bei Wissenswert. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Heute geht es um Kick.com. Und by the way, ich weiß, dass das Thema mit Tanzverbot und Orange Morange und so komplett ausgelutscht ist. Aber das ist kein Problem. Ich schreibe einfach in den Titel Kuchentalks. Dann passt das schon. Spaß beiseite. Es gibt eine neue Streaming-Plattform. Das ist ein Videotitel von Stay. Der kam vor ungefähr 3 Monaten online, als ich das erste Mal was von Kick.com gehört habe. Und ich habe mir gedacht, Digga, na und? Twitch an sich ist das komplette Monopol. So, die haben so viele Versuche schon gehabt, gestürzt zu werden. Mixer, Trovo, Facebook Gaming, sogar YouTube kommt mit ihrer Livestream-Funktion nicht mal annähernd an Twitch ran. Aber wenn man sich nur ein paar Minuten mit Kick.com auseinandersetzt, dann ist es richtig interessant, weil das größte Mysterium rund um die ganze Plattform ist, wem sie gehört. Und ich weiß, es klingt richtig deppert, so, ja, Bro Kaiser, schau halt einfach ins Impressum rein. Ah ja, Swiper, du geile Sau, wir haben's gelöst. Normalerweise gibt's ja auch bei jeder Webseite so ein Impressum, wo halt drin steht, yo, wir gehören der und der Firma oder halt dem und dem Typen oder dieser Typin. Na, aber das gibt's halt da nicht. Kick ist einfach da, ist einfach existent. Aber es kann's ja nicht sein. Es muss ja Leute geben, die dort arbeiten oder die dort Rechnungen schreiben oder so. Die Rechnungen müssen ja auf irgendeine Adresse laufen und so. Und jetzt wird's interessant. Um der Sache auf den Grund zu gehen, wurde natürlich in erster Linie mal ein Subreddit erstellt, ja, wie man es halt macht, aber das Interessante oder das wirklich Spannende bei der Sache ist nicht der Subreddit selber, sondern der Typ, der ihn gegründet hat. Und da ist ein Reddit-Subreddit aufgemacht worden mit r/kick. Und just in dem Moment, wo das aufgemacht wurde, ist einem aufgefallen, dass der Nutzer oder einer der Nutzer, der das Kick-Reddit aufgemacht hat, dass der auch das Stake-Reddit aufgemacht hat. Das ist diese Gambling-Plattform, Stake, ne? Und in dem Moment, wo das entdeckt wurde, wurde der Account gelöscht. Ha. Ha. Stay einfach zum Minecraft-Dorfbewohner geworden. Was hat es aber damit auf sich, so diese Connection zwischen Stake und Kick.com? Es könnte natürlich alles Zufall sein, ne? Vielleicht aber auch nicht. Wir versuchen es herauszufinden. Davor aber natürlich in alter Frische erstmal ein Wort von unserem Sponsor CyberGhost VPN. Ich habe nämlich letztens hier in meinem Studio for real einfach vergessen, die Tür zuzumachen, so auf entspannt bisschen YouTube geschaut und draußen ist einfach wieder vorbeigegangen. Bruder, ich habe mich so erschrocken. Was lernen wir also aus der Geschichte? Schließt immer eure Türen, weil sonst kommt euer Vermieter noch drauf, dass ihr heimlich die Prank Bros schaut. Im Internet ist das aber genauso. Und wenn ihr auch keinen Bock drauf habt, dass euer Internetanbieter bei euren Sachen mitliest, könnt ihr einfach CyberGhost verwenden. Damit werden eure Daten durch einen verschlüsselten VPN-Tunnel umgeleitet und mit einer anderen IP-Adresse versehen, was bedeutet, dass ihr zum Beispiel aus Deutschland umsonst die Formel 1 im österreichischen Sender ORF schauen könnt, was ohne CyberGhost nicht möglich wäre. Es gibt nämlich verschiedene Webseiten, die du nur über eine inländische IP-Adresse abrufen kannst und da kommt es natürlich gelegen, ja, dass 91 Länder in dem Abo inkludiert sind. Und das mit mehr als 9000 Servern, also hast du von überall aus eine Top-Verbindung mit CyberGhost. Und während du es verwendest, kannst du auf über 40 Streaming-Anbieter wie Netflix, Hulu, Amazon Prime und Co. im Ausland zugreifen. Das heißt, du kannst zum Beispiel auf die US-Version von Netflix zugreifen und deren Bibliothek ist 40% größer als die deutsche. In dem Moment, wo deine Daten in dem VPN-Tunnel sind, sieht nicht mal CyberGhost selber mehr, was du machst und das wird durch die No-Logs-Richtlinie festgehalten. Wenn ihr Bock habt, das mal auszuprobieren, checkt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab und gönnt euch 83% Rabatt inklusive 4 Monate for free. Das entspricht ungefähr 2 Euro im Monat und du hast sogar eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie. 45 Tage sind zwar auch eine lange Zeit, aber nicht mal so lange hat es gedauert, bis der Streamer Trainwreck bekannt gegeben hat, dass
Eddie Craven, der Mitgründer von Stake.com, in Kick investiert hat. Kick hat das in einer E-Mail bestätigt und meint, Craven ist involviert bei Kick, aber Stake an sich ist es nicht. Das macht das Ganze natürlich wieder ein bisschen spannender. Ja, dieser Craven-Dude hat selber auch schon auf Kick halt live gestreamt, ne, während er natürlich in seinem eigenen Casino spielt, auf entspannt. Aber das Heftigste überhaupt ist ja das hier. Der Twitter-User Dexerto hat eine angebliche Stellenausschreibung von Kick.com gepostet, in der steht, dass Kick ein neues Projekt von den Gründern von EasyGo und Stake ist. Die Vision ist es, der führende Anbieter in der Glücksspielbranche zu werden und gesucht werden Leute, die Slot-Spiele programmieren. Tschüss, Bruder, okay. Ich weiß halt nochmal, ich weiß nicht, ob das jetzt hundertprozentig legit ist und sowas. Es sieht legit aus. Ich habe hier nochmal so ein Hochformat. Ding davon. Aber das, worum es mir halt geht, ist, es ergibt halt auch einfach Sinn, dass Stake irgendwie involviert ist in dem ganzen Zeug. Weil überleg mal, der größte Konkurrent für Kick.com ist Twitch. Und Twitch hat im Oktober erst bekannt gegeben, dass sie Glücksspiele in sämtlichen Art und Weisen einschränken wollen. Damit sind zum Beispiel jetzt im Moment diese Webseiten hier, die ich jetzt gerade einblende, auf Twitch verboten. Und das ist meiner Meinung nach der absolut richtige Schritt. Aber nicht mal zwei Monate darauf lenkt der Mitgründer von Stake auf einmal all diese Leute, die halt diese Streams immer promoted haben und so, die diese Streams halt gemacht haben auf seiner eigenen Plattform. Das Ding bei der Sache ist halt auch, dass Skuros, Butzi, Orange Morange und KKG, na, die kleinen, also die wirklich ganz, ganz kleinen Fische auf der Plattform wären. Es geht hier um Leute wie Adin Ross. Der Typ hat auf ganz entspanntes Johannisbärchen einfach mal 7 Millionen Follower auf Twitch gehabt. Oder auch Trainwreck, der 2,1 Millionen Follower auf Twitch hatte. Digga, die holen einfach fucking Österreich auf ihre Plattform. Aber der Fakt, dass Kick.com diese ganzen Glücksspiel-Streams komplett promotet und das über egal ist, was für einen Anbieter du hast. Das ist nicht das Einzige, was für sie spricht. Das andere, was für sie spricht, geht mal wieder von Twitch selber aus. Die passen nochmal die Vergütung an. Du kriegst 70%, aber halt in Anführungszeichen nur bis 100.000 US-Dollar jährlich. Und alles darüber 50-50. Einnahmen, die über 100.000 US-Dollar hinausgehen, unterliegen in der Zukunft der Standardaufteilung von 50-50. Und als Dankeschön, dass du bei uns so viel streamst, wenn du die über 100.000 jetzt verdienst, kriegst du nicht mehr 70% ab. Wir finden es so korrekt, dass du so reinhasselst, du kriegst nur noch 50%. Ist das nicht ein fairer Deal? Ach, du willst das nicht? Egal, wir machen es trotzdem. Das ist Twitch. Man merkt halt, die tun langsam die Daumenschrauben anziehen. Obwohl doch eigentlich schon so gut läuft und alle happy sind, wollen sie halt einfach noch mehr Geld rausquetschen. Kick auf der anderen Seite zahlt all ihren Streamern exakt das Gleiche. Und jetzt Achtung anschnallen, es sind keine 50%, es sind keine 70%. Kick.com zahlt ihren Streamern 95%. 95, kannst du das vorstellen? Anscheinend sind die restlichen 5% nur noch da, um halt, keine Ahnung, Serverkosten und halt die Angestellten und sowas zu decken. So, Bruder, wie rentiert sich das? Der YouTuber Zack Schutt hat sich genau diese Frage auch gestellt. Und by the way, Bombenkanal, ja, wenn ihr Englisch sprecht, go subscribe. Zack, if you see this, you're my man. Der Typ ist zu dem Entschluss gekommen und das klingt meiner Meinung nach auch sehr logisch, dass Kick an sich theoretisch keinen Gewinn einbringen muss, sondern nur als Werbeplattform für Stake gelten soll. Überleg dir mal, in Stake liegt fett viel Kohle drinnen, nicht in den 5%, die du bei Kick verdienst. Um das alles aber jetzt nochmal toppen zu können, hat sich Stake eine Sache überlegt. Und jetzt pass auf. Die Plattformen schauen nämlich fast exakt ident aus. Jetzt gib dir das mal. Das hier ist Twitch, okay? Alles ganz okay, alles easy, wie wir es halt kennen, ne? Das hier ist Stake. Kick. So heißt es. Die Kategorien sehen extrem ähnlich aus. Ja, empfohlene Kanäle, vorgeschlagene Streams, sogar die Clips und die Videos. Digga, alles ist so gut wie gleich. Was gibt's denn überhaupt für Kategorien? Du, auf Twitch hast du Spiele, IRL, Musik, E-Sports und Creative. Und bei Kick? Spiele, IRL, Musik, Glücksspiel und Creative. Einmal mal E-Sports durch Glücksspiel ersetzt. Kann man machen. Aber eine Frage. Haben die bei Kick auch die Pummelfee 86? Ich glaub's nicht. Habe die Bar verkauft und streame ab jetzt Casino. Hallo, bist du noch da? Okay. Kick will auf jeden Fall auf seiner Plattform Safety und Familiarity ausstrahlen. Und das schreiben sie auch auf ihrer eigenen Website. Und das ist halt auch, weißt du, die wollen halt anscheinend ähnlich aussehen wie Twitch. Behaupte ich jetzt einfach mal, ist meine Auffassung, ja. Aber sie haben ein Problem. Wahrscheinlich sogar das größte Problem, was du als Livestream-Plattform haben kannst. Und zwar, ich stream dort nicht. Nein, Spaß, sie haben halt so gut wie gar keine Zuschauer. Ja, wenn du in die Kategorien von Twitch reinschaust
und dann in die Kategorien von Kick. Bruder, das ist halt... Slots und Casino hat, by the way, in dem Moment, wo ich das aufnehme, ja, um 17 Uhr irgendwas, mit Abstand die meisten Zuschauer und die Top 3 Streamer machen einfach mehr als die Hälfte aus. Bruder, da ist Nussbrot los. Da fragt man sich dann schon, wie das möglich ist, dass die Leute, die auf Twitch halt mit der Zeit immer mehr an Relevanz verlieren, so, no front, ist jetzt nicht mal böse gemeint, das ist einfach der Lauf der Dinge, ja, dass die dann auf einmal auf Kick zu den größten Livestreamern überhaupt zählen. Es kann jetzt natürlich sein, dass Skuros, Orange Morange und Batzi, ja, Batzi mit dem großen Spatzi, dass die es geschafft haben, so ihre Community komplett, also wirklich vollständig mit auf die andere Plattform zu nehmen, teilweise wahrscheinlich noch irgendwo am Weg dorthin neue Zuschauer mitgenommen haben, ist meiner Meinung nach extrem unwahrscheinlich. Ja, es ist möglich, ja, aber imagine, ich würde so Videos auf Dailymotion machen. Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zum neuen Video hier. Beste Sendung auf Dailymotion. Erstens hört sich das komplett scheiße an. Und zweitens halt, wie viele Leute würden halt wirklich rüberkommen. So ein paar hundert, vielleicht am Anfang noch ein paar tausend und dann halt so, Bro. Was natürlich auch sein könnte, ja, aber das weiß ich nicht for a fact, so, das ist jetzt nur Spekulatius und sowas, ist, dass Kick an sich halt die Twitch-Streamer zu sich rüberholt und dann dort manuell die ganzen Aufrufzahlen und so ein bisschen erhöht, weil ich glaube nicht, dass die Streamer selber botten, so ein Batzi wird es halt nicht jucken, wie viele Leute zuschauen, der will halt nur seine Kohle haben und ab geht's. Weil das Ding bei der Sache ist, die hohen Viewerzahlen würden andere Streamer auch anlocken oder vielleicht neue Streamer anlocken, gerade auf Kick zu gehen und dann dort anzufangen zu streamen, weil das würde dann insgesamt einfach mehr Werbung für Stake machen. Im Endeffekt weiß ich es nicht, ja. Ich könnte genauso gut raten wie ihr. Ich kann es halt nicht beweisen. So, das ist halt das Ding. Aber die ganzen Connections zu Stake, die komischen Viewer-Counts, das ähnliche Design zu Twitch, die extrem hohe Gewinnausschüttung, so, das sind alles wirklich weirde Sachen. Eins darf man bei der Sache allerdings nicht vergessen, und zwar... Über den Link in der Beschreibung könnt ihr CyberGhost VPN ausprobieren und eure Daten durch einen VPN-Tunnel umleiten lassen. Das und vieles mehr gibt's für 2,03 € im Monat, inklusive mit einer Geld-Zurück-Garantie und 4 Monaten kostenloser Nutzung. Was sagt ihr, meine Freunde? Ist Kick eine ernsthafte Konkurrenz zu Twitch oder wird das auch irgendwann mal einfach so wie Mixer und die ganzen anderen halt so in der Versenkung verschwinden? Lasst mich gerne wissen, meine Freunde. Lasst mir auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Viele Leute, die es noch nicht gemacht haben. Ich bedanke mich für fürs Zuschauen. Folgt mir gerne auf Kick und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.